Die Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin erinnern an zwei unterschiedliche Ereignisse in der deutschen Geschichte. Zum einen ist das Gedenken an den deutschen Dichter und preußischen Offizier Theodor Körner, der hier begraben ist. Und zum anderen ist die Mahnung an das KZ Wöbbelin und seine Opfer. Im Haupthaus befindet sich ein kleines Museum für den 1791 geborenen Theodor Körner, der als Offizier des preußischen Freikorps von Lützow 1813 gegen die Franzosen und ihre Verbündeten kämpfte und starb. Außerdem befindet sich im Haus ein Dokumentationszentrum zum KZ Wöbbelin, das sich wenige Kilometer südlich an der Straße nach Ludwigslust befand. Hinter dem Haus schließt sich eine weitläufige Parkanlage an. Das Grundstück schenkte Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin der Familie Körner als Dank für den Einsatz ihres Sohnes. Die bronzene Büste Theodor Körners, geschaffen 1879 vom Bildhauer Hermann Hultsch. Theodor Körner, von dem der Text zum Lied Lützows wilde verwegene Jagd stammt, fiel am 26. August 1813 im Forst Rosenow, südwestlich von Gadebusch, bei einem Angriff auf einen feindlichen Nachschubtransport. Seine Kameraden brachten den Toten in ca. 35 Kilometer südöstlich gelegene Wöbbelin und begruben ihn unter einer damals schon ca. 300 Jahre alten mächtigen Eiche, die seither Körnereiche heißt. Bereits 1814 ließ Körners Vater vor dem Grab das Denkmal Leier und Schwert aufstellen. Die Leier steht für den Dichter, das Schwert für den Soldaten Theodor Körner. Im Laufe der nächsten Jahre wurde das Theodor-Körner-Grab zum Friedhof der Familie. 1815 wurde seine Schwester, die Malerin Emma Körner, hier beigesetzt. Es folgten 1831 sein Vater Christian Gottfried, 1832 seine Tante, die Kunstmalerin Dora Stock und 1843 seine Mutter Anna Maria. Im südlichen Teil befindet sich der Ehrenhain mit dem Mahnmal und den Gräbern von 160 verstorbenen Häftlingen des KZ Wöbbelin. Dieses KZ wurde im Februar 1945 in Betrieb genommen. Mehr als 1000 der 5000 Häftlinge aus 25 Nationen starben im Lager, das am 2. Mai 1945 von US-amerikanischen Truppen befreit wurde. 70 aus Massengräbern des KZ exhumierte Tote wurden am 8. Mai 1945 auf Anordnung der US-amerikanischen Militärbehörden in Einzelgräbern im Park der heutigen Theodor-Körner-Gedenkstätte beigesetzt. 1951 kamen durch Umbettungen weitere 82 Tote hinzu. 2015 wurde die Klinkersteinanlage der Keramikerin Dörte Michaelis eingeweiht. Auf den Steinen sind Namen von im KZ Wöbbelin verstorbenen Häftlingen verewigt. Das Denkmal für die Opfer der Todesmärsche vom April 1945 vom Bildhauer Jo Astram aus dem Jahr 1960.